Was macht das? Okay, wow. Okay, man bekommt einen Erfolg, wenn man die Kirchenglocke läutet. Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Manalords, zurück hier in meiner kleinen Hütte. Und wir sind jetzt inzwischen, nähern uns dem finalen Release am 24. glaube ich, war das, ne? Nee. War es am 24.? Ich glaube, nee, am 24. darf ich. Moment, lass mich kurz gucken. Der finale Release ist geplant am Shopseite, nicht Community Hub. Jetzt muss ich ganz kurz selber gucken. Shopseite. Der Release ist geplant am 26. April, genau. Ab dem 24. darf man auch Review-Videos machen, aber ab dem 26. gibt es dann den vollen Release und dann könnt auch ihr das spielen und eben nicht nur Presse und Content Creators. Ich habe diverse LPs geschaut, diverse Streams geschaut. Das Spiel selbst kommt überall extrem gut an und das, was ich in einem der letzten Videos gesagt habe, dass das quasi der neue Standard für City Builder ist oder sein könnte, den teile nicht nur ich, sondern den lese ich auch oder sehe ich auch bei anderen Leuten, die das bereits gespielt haben, weil das Spiel wirklich so unglaublich gut und liebevoll gestaltet ist. Ich nehme mal ganz kurz die Straßen weg und wir machen mal eine neue dahin. Die war ein bisschen breit gefächert, glaube ich. Warum ist das jetzt so komisch? Weiß ich nicht. Liegt das da, weil der Marktplatz da ist oder was? Macht der Marktplatz generell so dicke Straßen? Scheint wohl so, ne? Ich meine, ergibt Sinn, aber okay. Wenn ich jetzt hier eine Straße ranbaue eigentlich, geht dann auch ein Tor auf? Nee. Okay. Dann, Straßenbaumodus. Machen wir das wieder weg. In der letzten Folge habe ich erkannt, dass ich ja meine Stadt aufwerten kann, mein Haus upgraden kann. Dann bekomme ich einen neuen Punkt hier, neue Siedlungsstufe. Und damit kann ich diese Handelsvergesellung freischalten, wodurch die neuen Handelspunkte eben nicht mehr... ne, ist mal gerade hier beim Militär so 288 Münzen kosten, sondern eben maximal 25. Wie sieht's aus? Zufriedenheit. Hohes Bevölkerungswachstum. Wir haben noch Platz, oder? Das ist Stufe 2. Nee, wir haben alles voll, oder? Ja, alles voll und die Leute sind zufrieden soweit. Wir bräuchten also, wenn denn, mehr Häuser, wenn wir noch weiter wachsen wollen. Hat man jetzt schon welche gebaut? Nee, hier ist noch... Wir haben noch zwei Häuser frei. Das passt. Die hatte ich ja da angebaut. Ist ein paar Tage... bitte. Ganz, ganz dringend. Ganz, ganz dringend. Die Köhlerei sollte ich vermutlich als nächstes machen. Die kriege ich, wenn ich... mindestens 5. Stufe 2, aber dann los. Dann... Upgrade. Upgrade. Und wir brauchen mehr Holz. Okay. Das Holzfällerlager. Wir sind jetzt inzwischen beim Holzfällen. Oder ist eigentlich noch Platz, ne? Wir sagen dem mal hier. Machen wir bitte erstmal die Ecke sauber hier. Zack. Dass die dann erstmal weggemacht werden. Und dann sollte das passen. Und jetzt müssten wir hier die neuen Handelswege freimachen können. Und die kosten dann eben maximal jetzt nur noch 25 jeweils. So. Das heißt, wir wollen haben Speere. Establish. Wir wollen haben Gambesons. Establish. Und wir wollen haben große Schilde. Zack. So. Und die stellen wir alle auf. Importieren. 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 Und ich möchte haben, bitte. Das kostet jetzt 17, ne? Ja, komm. Ich möchte bitte 32 Speere. 32 Gambesons.
Gambasons, Gambe Rüstung. Stoffrüstung und 32 Schilde haben. Dann kann ich nämlich eine komplette Miliz aufbauen, die dann auch genutzt werden kann, um den Angriff vorzubereiten, der ja zwangsläufig auftreten wird. Und trotz all unserer Familien haben wir trotzdem nur eine nicht zugewiesene Familie derzeit. Das ist so krass. So, das Bevölkerungswachstum wird jetzt natürlich jetzt, wird natürlich jetzt fallen, weil die Leute jetzt mehr Sachen brauchen. Die wollen ja jetzt außerdem eine Taverne haben, die wollen eine bessere Kirchenstufe haben und die wollen bessere Bekleidung haben. Das heißt, so oder so werden wir jetzt langfristig Probleme kriegen. So, der Jäger selber hat schon gut gewütet hier. Was haben wir dann? Wir haben Futter für 18 Monate, dann können wir hier den Jäger mal rausziehen gerade. Und lassen mal die Jungs sich erholen. So, wir kriegen jetzt ja, Leder kriegen wir jetzt, oder Tierhäute kriegen wir jetzt auch hier von den Hofstätten, von den Ziegen, ne? Zwar nicht viel, aber das passt schon. Der macht jetzt noch weiter die Beeren. Darf ruhig leer machen. Hauen wir ruhig hier voll hier. Denn wir wollen hier den Farbstoff machen wir ja. Das war hier drüben, die Färberei. Da haben wir 14 Farbstoffe. Und die wollen wir verkaufen. Der Handel dafür ist bereits offen, oder? Farbstoffe, ja. Wir exportieren für 4 und wir verkaufen alles, was wir haben. Sehr schön. Und da kommen sie, die Händler. Guckt euch das an, ja. Guckt euch das Gewusel an. Meine kleine Siedlung lockt Händler an von nah und fern auf Handkarren, Pferdekarren, allem. Die sind hier alle, Mann, da nur, um mit uns Handel zu treiben, um unsere Güter zu erwerben, die wir anbieten. Läuft bei uns, nicht? Super. Was haben wir an Futter noch da? Nicht, dass wir zu viel verbrauchen. Aber, ja. 171 Beeren. Das passt auf jeden Fall. Fleisch haben wir auch ohne Ende da. Sehr schön. Aber das will ich ja nicht verkaufen. Wir machen keinen Ausverkauf hier. Wir haben noch ein bisschen Regionsvermögen frei. Wollen wir Bretter verkaufen? Wir verkaufen Bretter bereits, glaube ich, oder? Ende. Ja, Bretter verkaufen wir bereits. Wir behalten nur 20. Sieht soweit also alles gut aus. Jetzt warten, bis hier noch mehr Familie anziehen. Hier schon mal. So geht gar nicht gerade, weil wir keine Familie haben, ne? Genau. Oh, not enough wealth. Oh, wir haben gerade alle unser Geld ausgegeben. Cool, das heißt, wir haben jetzt was? 28 Speere haben wir schon mal, das ist gut. Jupp, das wird. Das wird, Mädels, das wird. Wir werden es schaffen, die Banditen zu besiegen. Wir sollten dann vielleicht auch mal jetzt mit den neuen Sachen, die wir haben, vielleicht. Sollten wir jetzt schon angreifen mit 28 Leuten? Dann verlieren wir wieder ein paar Speere, oder? Würde es, glaube ich, gerade nicht riskieren. Wir haben ein bisschen Zeit, genau. Wir warten mal noch ab. Die wachsen, die erholen sich. Da haben wir das Leben und das Erz noch. Der Feldstein ist fast abgebaut. Krass. Krass, krass, krass. Okay. Und den Stein verkaufen wir aber auch nicht, ne? Ne, den lagern wir nur ein. Apropos einlagern. Wir sollten vielleicht mal beim Lager vielleicht mal anfangen zu sortieren. Weil, naja. Das wird eventuell zu voll. Holzblock, vorübergehende Ressource, Speere. Wir machen mal ein spezielles Waffenlager tatsächlich. Ja. Das Waffenlager machen wir dann hier bei der Kirche mit hin, oder? Komm, wir bauen mal bei der Kirche mal ein neues Lager hin. Und dann machen wir hier vorne ein Lager nur für Holz und Bretter. Genau, wir machen zwei Lager noch. Denn das ist gerade so ein bisschen das Problem. Allgemeines Lagerhaus. Machen wir hier eins hin. Problem ist, wir brauchen dann auch wieder Familien, die da arbeiten, ne? Hm.
Okay, warte, machen. Dann machen wir hier eins für Holz und für Dings. Aber wir haben nicht genug Holz. Also, jetzt. Wir machen hier Holz und Waffen. Genau, wir machen da so Holz und Waffen. Machen wir da rein und der Rest erstmal nochmal da drüben. Dann passt das nämlich. Dann wird da wieder ein bisschen Platz frei. Verkaufen wir Leder? Wir verkaufen bereits Leder, ne? Heute verkaufen wir nicht, aber Leder zumindest. Genau, Leder verkaufen wir bereits und zwar zu einem guten Preis. Nice. Allgemeines Lager voll. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Was macht das? Okay, wow. Okay, man bekommt einen Erfolg, wenn man die Kirchenglocke läutet. Alles klar. Kann man den mal machen? Ja, hier brauchen wir dann die Lehmgrube, um das weiter ausbauen zu können. Bisher geht's ja noch. Wir wollen erstmal unsere Siedlungsstufe ausbauen weiter. Dass wir dann auch nochmal weitere Sachen machen können. Warum ist das da grün? Achso, weil ich hier noch was bauen könnte. Ah, okay. Machen wir noch einen Gemüsegarten. Wir haben noch nicht genug Gemüse. Das fehlt immer. Da können gerne noch mehr. Und wir sollten auch bald mal eine Bäckerei anfangen, ne? So. Okay. Ja, das wächst gerade noch. Da haben wir noch 38% erstmal nur. So, wie sieht's hier aus? 28, 16, Dings. Lass mal vorspulen so ein bisschen jetzt. Ich komme mit dem Sammeln gar nicht hinterher gerade, ne? Krass. Wow. Dann sollten wir vielleicht hier nochmal ein... Ja, weil das Lager ist wieder ein Problem, weil wir haben nicht genug Leute dafür da. Da ist das nächste... Wir sind wieder bei 82%, ey. Die rasten richtig aus. Die rasten richtig aus. Es zieht nur gerade keiner weiter ein. So, da haben wir wieder eingekauft. Was haben wir jetzt gekriegt? Nochmal große Schilde. Ich würde dir fast sagen, wir riskieren es einfach mal, oder? Mit 28 Sperren und 18 Schilden. Wir müssten ja eigentlich gucken, wir müssten eigentlich vorankommen da, oder? Wir warten noch ab. So, wir haben eine neue Familie bekommen, sehr schön. Die können wir dann hier ins Lager einziehen lassen. Die Färberei ist, ja, die läuft. Könnten wir hier noch vielleicht noch einen? Nee, erstmal noch nicht. Solange wir das eh nicht verkaufen können, vernünftig. Bringt das ja nichts. Wie sieht es hier aus mit dem... Warte mal. Handel. Die fertigen Sachen. Farbstoff. Der Merchant ist bereits eingetroffen. Ist hier irgendwo. Er kauft hier, glaube ich, gerade irgendwie. Hat er gerade gekauft? Der hat, glaube ich, gerade gekauft. Ja, da haben wir gerade gut was verkauft. Nice. Der ist gerade voll. Und das gab nochmal Geld und wir haben gleich wieder Verkauf wahrscheinlich. Richtig? Nee. Das war nicht so viel. Okay, weiter geht's. Arbeitet ihr ein bisschen schneller da. Da werden die Häuser ausgebaut. Wir haben noch eine Familie, noch Platz für eine Familie. Wir haben nicht genug Bauholz. Wir sollten vielleicht dann doch nochmal einen Holzfäller einstellen. Da vielleicht jetzt zwei. Oh, hier arbeitet keiner am Stall. Wir hatten hier, glaube ich, einen. Hatten wir nicht hier einen. Viehbestand. Hier nicht einen Viehhüter zugewiesen? Naja. Nee.
Uns fehlt gerade hart das Bauholz. Hm. Ja, bei uns ist das Lager. Gut, wir haben gerade hier natürlich jeweils vier Baumstämme verballert, ne? Das Lagerhaus. Okay, jetzt können wir umlagern und wir sagen, pass auf, hier geht jetzt. Das und das geht da nicht rein. Keine Ressourcen. Kein Handwerksmaterial. Doch, Brennholz geht rein. So, warte mal, doch die. Alle Militärsachen und Verbrauchsgüter gehen nicht rein. Bretter gehen rein. Also Bretter, Brennholz und alles, was an Waffen geht. Und dasselbe schalten wir jetzt hier aus. An dem Lagerhaus. Erweitert. Also, keine Bretter. Doch Brennholz solltet ihr hier lagern, ne? Ist ja direkt am Markt. Ja, dann schalten wir das hier wieder aus. Was haben wir denn an Brennholz da derzeit? 118, okay. Wir haben Brennholz für 5 Monate. So. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr. Aber die ganzen Militärsachen gehen da raus. Und ebenfalls die Bretter, genau. Also keine Bretter. Das Brennholz lassen wir dann dort. Dann braucht der hier auch nicht permanent aktiv zu sein, weil der braucht nur was zum Umlagern gerade. Und hier kann man immer wieder, das ist so jetzt ein Springer, weil der muss nichts am Markt verkaufen. Tatsächlich. Okay. Dann einmal eine Familie einbauen hier. Und los. Jetzt sollten hier die Sachen draus verschwinden. Genau, die Schilde und das Zeug und die Bretter gehen dann hier raus. Das Brennholz wird hier verkauft. Kann man eigentlich sagen, dass er nur eine bestimmte Menge einlagern soll? Nee, ne? Nee. Du kannst nur sagen, was er einlagern soll, aber nicht wie viel. Okay. Oh, die Wildhüter sind... Okay, die Beeren sind leer gepflückt. Sehr schön. Dann darfst du aufhören zu pflücken. Und wir haben wieder ein paar Familien frei. Das Feld braucht noch ein bisschen, ne? Ja, das braucht noch ein bisschen. Die Gelberei ist beschäftigt. Der Jäger ist... Ja, der kann wieder mal arbeiten ein bisschen. Wir haben eine neue Familie bekommen. Und damit ist das Wachstum... Genau. Wachstum bei null. Die Armee des... Okay, die andere Armee ist am Start. Was haben die noch? Das sind mehr geworden. Das sind mehr geworden. Fuck. Ach du Scheiße. Oh Mann. Okay. Die kommen nicht zu mir, oder? Wieso sind denn das auf einmal mehr geworden? Alter, was? Oder sind das gar nicht die Räuber dann in dem Fall? Lager ist voll. Ist es von dem... Moment. Outlaws. Ist das der hier? Nee. Einfluss, verhandeln, nie Silber, Erklärung. Ich will ja keinen Krieg erklären. Nee, das ist nur zum Schreiben. Selbitz. Das sind dann echt. Ist das echt seine Armee dann? Was macht die bei mir? Das sind nicht die Räuber.
Und wir haben keine Kriegserklärung bekommen, das heißt also aktuell sollte das eigentlich okay sein. Das Problem ist nur, wenn der so starke Armeen hat, habe ich echt Angst, was hier abgeht. Er hat 36 Speerkämpfer. Er hat 36 Schwertkämpfer. Und 36 Bogenschützen. Der hat komplette Armeen voll. Ich krieg Ich krieg nicht mal eine Speerkämpfermiliz zusammen. Fucking hell. Oh boy. Das könnte eventuell ein Problem werden. Okay, das Lager ist jetzt voll, aber da räumen wir ja eh um. Sollten wir umräumen. Ja, der holt bereits die Sachen ab. Alles klar, das passt. Kann ich da sagen, schmeiß es raus? Ne, ich kann es nur sagen, darf nicht, ne? Ne, ja. Okay. Oh, fuck. Wie sieht der Speicher aus? Der, okay, da ist noch Platz. Da brauchen wir keinen weiteren Lebensmittelspeicher, das ist soweit in Ordnung. Ja, da gehen sie wieder durch den Wald. Ja, ich war heiß. Mann. Weißt du, dass die da sind? Scheiße. Egal, wir ignorieren die. Die machen ja nichts. Die sind ja noch friedlich. Die kommen ja nur gucken, nicht? So. Ja, der marschiert. Ja, die marschieren nur vorbei. Okay. Diese Bogenschützen sind ganz schön am Arsch. Aber egal. So, wir haben ein bisschen Geld gemacht. Da sind. Ja, die ziehen einfach komplett durch. Lass sie machen. Immerhin, haut rein. Ich habe keine Ahnung, wo ihr hin wollt, aber viel Spaß. So. Wir haben jetzt 4 Familien frei. Das heißt, wir sollten vielleicht dann doch mal die Lehmgrube anfangen. Und die. Schindeln machen, oder? Das ist eine begrenzte Ressource? Ja. Leben ist eine begrenzte Ressource. Okay. Dann würde ich sagen... Ihr könnt noch mehr Häuser bauen, oder? Wir haben gerade mal 4 Bauholz über. Aber wir haben jetzt hier ein bisschen Platz. Komm, wir bauen noch mehr Häuser. Wir brauchen eh mehr Leute. Mehr Häuser ist gerade wichtig. So. Bräuchten wir 14 Bauholz gerade. Ich weiß, dass die Armeen da sind, Mann. Ich bin doch nicht blöd. Ich kenn das, ey. So. Brauchen wir mehr Holz erstmal. Bevor wir bauen können, brauchen wir mehr Bauholz. Wir könnten natürlich kleiner bauen, aber. Komm, wir holen mal hier. Zack, haut mal rein hier und wir machen mal noch was in den Anbindepfosten. Wo ist denn der Anbindepfosten eigentlich? Legegrube, kleiner Stall. So, los geht's. Zieht mich mit rein. Abbringen können wir den nicht mehr, ne? Nutzer nach Valve. Person erweitert. Spielbestand. Okay, der langweilt sich sogar gerade, das ist gut. Und dann haben wir hier das Bauholz. Das geht in die Sägegrube wieder. Die holzen aber echt gut ab da, die Jungs, ne? Nicht schlecht. So. Er steht jetzt nur rum. Dann bleibt der Baum da liegen, bis die Ochsen das abholen. Okay. 7 Bauholz. 29,19. Das ist gut. Gut. Noch keine Rüstung tatsächlich gekauft bisher. Der Brennstoff wird immer weniger. Warum?
say. Impossible. Okay, weil wir mehr Leute haben, ne? Okay. Wir könnten jetzt vielleicht den Holzfäller nochmal verlegen. Wir machen jetzt die Häuser und dann verlegen wir den Kollegen, den Holzfäller. Das passt, glaube ich, ganz gut dann. Fresh meat. Komm, 14 Minimum. Ein paar brauchen wir noch. Erweitert. Nächstes darfst du jetzt hier mal abbauen. Da legen sie noch Stein, noch Bäume rum. So, genau. Das ist der nächste Arbeitsbereich. Brauchen wir eigentlich gar nicht umziehen dabei, oder? Geht ja auch so. So, 13 Bauholz. Los. Noch 2-3 mehr, dann haben wir's. Dann gibt's nochmal schön dicke neue Häuser. 12. Wie sieht's mit dem Futter aus? Die haben zu tun hier. Mit der wir haben ja genug Farbstoffe da. Ja, der hat nichts zu tun. Der Kräutergarten, ist der eigentlich aktiv? Sollte der nicht einen Kräutergarten haben? Hatte der nicht einen Kräutergarten oder war das die. Nee. Er hatte doch einen Kräutergarten, ob ich da bescheuert. Ah, da, 19 Kräuter haben wir. Perfekt, gut. Das ist der hier, ne? Genau, da ist der Kräutergarten. Ja, das passt. So. Bauholz. 14. Los geht's. Wir bauen eine neue Stadt. Eine neue Siedlung. Einen neuen Wohnbereich. Bis hier hin und dann darüber. Und das lassen wir das so schräg, ja, ne? Ja. Zack. Vielleicht sogar ein bisschen kleiner, oder? Muss gar nicht so groß sein. Hinten der Garten hinten raus. Genau. Ja, gut, vorne darf es doch ein bisschen größer sein. So, warte mal. So, jetzt, ne? Dafür so winzig gerade. So ist gut. So ist gut. Damit bin ich zufrieden. Man könnte jetzt hier sogar auch sagen, dass man die Plots kleiner macht. Aber ganz ehrlich, wir wollen so viele Häuser wie möglich. Wir wollen möglichst viele Familien haben. Rein da. Und jetzt haut mir mal hier die Häuser hin. Wir brauchen mehr Leute im Ort, damit wir mehr Sachen machen können. Wir haben jetzt nicht genug Arbeiter. Das heißt, wir können hier mal ganz kurz die Holzfäller rausziehen. Beim Anwendepfosten ziehen wir einen raus und dann können die alle mal arbeiten gehen jetzt. Und die Häuser bauen. Und damit wird unsere Siedlung nochmal um 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Familien wachsen können. Angenehm, oder? Oh, nice. Wir haben bereits die Speere voll. Die Schilde werden jetzt auch voll langsam. Ne, wir müssen auf jeden Fall bald angreifen, aber ich denke, das passt soweit. Und die Banditen werden nicht mehr lange Freude haben da an dem Örtchen. Die werden da bald schön ausgegrenzt werden. Und dann holen wir uns diese Siedlung, dieses Gebiet dann als neuen Bereich dazu. Und werden dann hier die. Dann haben wir nämlich gute Beerenbüsche und viel Feldstein. Und dann können wir hier richtig schön ausrasten. Würde ich meinen. Also. Der Plan steht. Wie üblich, wenn es Video gefallen hat, gerne mit subscriben oder links und rechts auf die Videos klicken. Da gibt es ein bisschen mehr von mir. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.